Ja, guck mal hier. Ganz ordentlich. So, jetzt gucken wir mal nach Holz. Out of Flux. Können wir dich auf jeden Fall abziehen. So, dann machen wir hier mal Bäumchen sammeln. Führe sie. Oh. Hallo? Schneblig. Der Soundtrack ist gut, gell? Ja, finde ich auch. Angenehmes Spiel. Ein weiterer Monat im Kollektiv. The Notes of Death. 2 Jahre dabei. Coole Sache. Dankeschön, The Notes of Death. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit. Und viel Spaß mit dem Goldhirn und Sternchen drauf. Dankeschön. 2 Jahre. Eine weitere coole Zeit mit Livestreams und Let's Plays. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Jetzt hören Bäume hier drüben gefällt, oder? Sieht so aus. Spielst du mit Mods? Ne, die sind ja nur im Chat am Moderieren. Ne, im Moment noch gar nicht. Ich habe mich mit Mods gar nicht beschäftigt. Also könnte man auch mal gucken, was demnächst eingesetzt wird. Also da finde ich bestimmt ein bisschen was. Zum Beispiel das Brot backen, das könnte schneller gehen und. Also da gibt es einiges. Ich habe heute zum ersten Mal wieder reingeschaut, seit ich das letzte Let's Play gemacht habe. Und habe mich auch bewusst erstmal gegen Let's Play entschieden, weil ich glaube, dass dieses Spiel einfach auch auf YouTube nicht so viel geguckt wird. Also das ist so mein Eindruck. Und das weiß ich auch noch vom letzten Mal, von der letzten Staffel, dass das irgendwann mal halt dann überholt ist. Ne? Deswegen ist so ein Livestream doch viel entspannter. Schönen guten Abend. Mod, dass Steinstraßen 1 Stein kosten. 4 Stein kosten eine Straße. Okay, das ist viel, ja. Das gebe ich gerne recht, das ist Quatsch. Guck mal hier, der Berg ist wieder frei und da hinten ist schon wieder zugewachsen. Das ist wirklich wie Unkraut, die Bäume. Das ist doch totaler Quatsch, dass wir sind jetzt gerade mal im 3. Jahr und ich habe schon die Bäume x-fach weggehackt. Also ich meine, es gab ja mal eine Zeit, das war ganz am Anfang, da war es ja so, dass es übel war, was die Bäume angeht. Du kamst überhaupt nicht zu Holz. Und jetzt haben sie es praktisch umgekehrt. Also, das ist eigentlich ein bisschen schade. So, wie gesagt, hier habe ich vor, einen Weg hochzuziehen. Hier oben drauf wird eine Burg gebaut. Der Warrior Soundtrack, ja, der ist auch cool, ja, definitiv. So, wir sind im Winter, im 3. Jahr, wir haben noch Minusgrade. Können wir nicht viel machen, außer Holz hacken. Die Burg. Ich glaube, das ist nur Optik. Aber ich fände es halt irgendwie ganz schick, wenn hier oben so eine kleine Burg drauf sitzen würde. Also es gibt ja diverse... Wir können ja mal gucken, wie groß sind denn die? Guck mal hier, das sind nur... relativ kleine Teile. Die Frage, ob die anderen dann so reinsnappen, aber ich glaube, da werde ich mal lieber... Ah, können auch ausgebaut werden. Was haben wir hier? Tor. Das werde ich dann lieber doch ausgerichtet bauen. Ein Wachturm. Wofür denn ein Wachturm? Boah. Das ist aber... Boah. So ein bisschen was Größeres. Okay.
Na, brauche ich einen, ja, müsste geben, ja. So, Winterende, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir auf die Temperaturnacht. Wir sind bei minus 5. Der Tag kommt so langsam. Hier können wir einen Weg rausziehen. Bringen gar nichts. Türme schießen. Okay. Der Burgfried macht die Leute effizienter. Der Burgfried ist doch sowas. Der Burgfried selber ist doch sowas wie so ein Zentrum von der Burg, oder? Den setzt man jetzt nicht in eine Mauer oder setzt man den so an so eine Ecke und dann zieht man die Mauer da weiter. Nee, gell? So ein Burgfried ist praktisch in der Mitte, oder? Das ist praktisch das Zentrum einer Burg, meine ich. Kenne mich da nicht so aus. Noch nicht auf einer Burg gelebt. Winterende. Minus 1 Grad. Okay, ich glaube, die nächste Tag- und Nachtwechsel sollte dann... Burgfried ist die Burg, gell? Ja, alles klar. Sieht so schön aus, dass die jetzt Licht da haben. Das finde ich wirklich schick. Jetzt müsste es eigentlich Frühlingsbeginn. Jetzt haben wir 0 Grad. Genau, so. Hier einen drauf. Hier einen. 2. Nein, da brauchen wir noch nicht. Sammler, wie viel haben wir denn überhaupt? Ach, mehr als genug. 2 Holzhacker. Da können wir auch wieder einen abziehen. Ein Sammler. Noch ein Jäger. Oh, haben wir immer noch 2 über. Haben wir wirklich genügend. So, ich würde sagen, wir machen noch ein Feld mit Weizen. Hier hinten dran. So, hier. Oder hier oben. Nee. Lass ich mal so. So ein Weizenfeld noch hinten dran. Und dann können wir Brot backen als nächstes. Eins, zwei. So, 2 Leute. Ah, Moment. Abbrechen. Wir müssen an der Ecke ansetzen. So. 2. 2. 3. 2. Mit Shift gedrückt halten kann man die. Okay, die Gebäude zentrieren. Ah. Achso, wegen dem Einrasten. Ja, ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ja, passt. Langt der Brunnen davon? Das wird schon lang. Hier ist das Gebäude so schräg gestellt. Mit R festhalten. Geht leider nur bei Häusern oder überhaupt Gebäuden. Also zum Beispiel hier der Fischer, der ist ja auch schräg gestellt, damit er besser an die Küste passt, ne? Also wenn man jetzt hier, ich kann es ja mal zeigen, wenn man ein Haus baut, wenn man einfach ein Haus dann eher festhält, also entweder kann man einzeln drücken, da geht es im 90-Grad-Winkel, oder man hält es fest und lässt dann los, wenn einem das gefällt. So. Leider kann man nicht in eine andere Richtung drehen. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass man mit dem Mausrad so ein bisschen drehen kann, aber dann kann man eine Hütte auch mal ein bisschen schräg setzen. Sieht eigentlich ganz cool aus dann. Ich glaube, ich setze auch nochmal einen Jäger ein. Dass sich so ein bisschen überschneidet, der Jäger. So neben das Feld oder dazwischen, hier so.
kommen auch hier weiter rüber noch ein bisschen. So, der macht bis da. Dann setzt der sich hier so bis da an. So, hier oben, oder? Nee, lieber hier unten. Das heißt, ich setze den Jäger einfach hier hin. So. Ja, das müsste gehen. Moment, wir sind im Frühjahrsbeginn. Machen wir hier Weizen. So. Bäcker braucht jetzt Mehl. Gut, dann ist als nächstes die Mühle auf jeden Fall auch dran. Das Problem ist nur, hier ist das Lager, aber das meinte ich jetzt hier hinsetzen. Ich werde den hier gegenüber die Mühle setzen. Oh, ist die groß. Ach du Schande. Machen ein Lager. Scheune war das, ne? Ist es Rohmaterial? Ne, hier kommt Bauen rein. Ne, es muss die Scheune sein. Hier runter? Da ist einer. Wieso hin? Ne, hier oben ist schon ganz cool eigentlich, oder? Da noch ein Feld. Ja, so machen wir das. Wo ist denn der Weg? Ich sehe es nicht da. So. Ja, passt. Leute haben wir schon, sehr gut. Da haben wir niemanden zum Bauen. Doch. Denn jetzt eigentlich deine Meinung zu Forest Village, nachdem es jetzt offiziell released worden ist? Vielen Dank für deine Unterstützung. Zwergi, vielen, vielen Dank. Danke für die schönen Streamabende. Dankeschön, vielen Dank für dein Trinkgeld. Schön, dass du da bist. Zwergi. Vielen, vielen Dank. Ich finde das Spiel top. Also für eine finale Version sind noch ein paar so Übersetzungsfehler drin, aber das ist mir ehrlich gesagt persönlich wurscht. Solange es irgendwann gefixt wird. Ich meine, es gibt einen Mod-Support bei dem Spiel. Das macht das Spiel sowas von erweiterbar. Also ich finde es top. Ich würde jederzeit das Geld ausgeben. Sehr, sehr gut. Ach, Brot braucht keine Mühle. Ah, okay. Ja, also wie früher. Das ist doch gut. Dann brauche ich erstmal keine Mühle bauen. Wobei eine Mühle schön aussehen würde. Wenn die hier so an der Küste steht, kommen die Schiffe vorbei, denken wir, es ist ein Leuchtturm.
So, hier setzen wir einen ein. Warte mal, wir machen das anders. Jäger. Zack. Zwei und hier machen wir einen hin. Das langt nämlich. Ja, das müsste perfekt sein von der Abdeckung. Hallo, guten Tag. Seit wann gibt es 900p als Stream? Das kannst du einstellen, wie du möchtest, wenn du streamst. Ich habe ja die ganze Zeit gestreamt mit 720p und 60 FPS. Wobei da die Bitrate schon echt viel ist, also gerade bei Spielen mit wenig Bewegung, und 900p ist so ein Zwischenstück. Weil Full HD in 60 FPS, da fehlt manchmal die Bitrate und deswegen streame ich aktuell 900p. Auf YouTube dürften da wahrscheinlich nur 720p bei rumkommen, gehe ich mal davon aus. Also YouTube macht wahrscheinlich 720p draus. Keine Ahnung, ich nehme es nicht separat auf, also. Und deswegen passt das schon. So, wir können aber schon mal eine Bäckerei bauen. Wir brauchen eine Bäckerei, die brauchen noch Wasser, ne? Könnten wir eigentlich... Ein bisschen weit weg gebaut hier. Na egal. Kann ja alles ein bisschen strecken. Sag mal, hier ist schon wieder alles mit Bäumen zu, ne? Das ist echt der Kracher. Bäume müssen weg. Die Bäume müssen weg. So. Dann könnten wir eigentlich, wenn das hier das Lager ist, ich hoffe, die lagern hier ein. Ich hoffe, der Weizen geht da rein, aber eigentlich von der Entfernung müsste das so sein. Ich kann ja schon mal einen präventiven Weg ziehen, damit sie da wahrscheinlich mehr Ambitionen haben, da runter zu rennen. So. Spätes Frühjahr, naja. So, eine Bäckerei. Wo ist eine Bäckerei? Ja. Na, die ist auch noch relativ übersichtlich groß. Entweder hierhin oder da. Also eigentlich holt sich die Bäckerei das von hier oben. Wo ist denn der fucking Eingang? Hier ist der fucking Eingang. Ich würde sagen so. Sollte so gesetzt sein. Förster zum Fällen, ja stimmt, den habe ich noch gar nicht gesetzt, du hast recht. Ich setze jetzt eine Bäckerei hier oben hin. Was haben die eigentlich für einen Range, die Baumfäller? Blind? Hier. Forsthaus. Okay, man könnte... Das ist aber auch doof. Könnte hier so einen mitten reinsetzen, wa? Würde gehen so oben an die Kante. Hier unten wird eh nichts mehr gebaut. Da wird eins gebaut. Das hier oben hin war. So. Machen wir da mal eins hin.
So, warte mal. Abbauen. Abbauen. Sechshundert circa, machen wir 600. Hier bauen wir ab. Er macht noch. Hier mal nehmen zu. Ah, 6 Leute. Fischer weniger, ein Sammler weniger. Felder muss ich lassen, den Holzhacker kann ich abziehen. So, machen wir mal so, mal gucken, wenn sie wirklich zu 6 daran arbeiten können. Krass. Aha, der braucht ordentlich Ressourcen, sehe ich gerade. 50 Lehm, da bin ich dann bei 20 Lehm fast out of Lehm. 247 und 90 Stroh, boah, die Bäckerei kostet. Fotografier mal wieder mehr, ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. So, hier werden wir jetzt auch ernten. Ach ja, das stimmt. Boah, die Bäckerei kostet echt Ressourcen. Bisschen teuer ist gut. Ich meine, dass man viel Stein braucht, um zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, die Bäckerei braucht viel Stein, weil sie viel Öfen oder sowas baut oder sowas. Also, ja. Die anderen sind ja mehr so aus Lehm und so weiter, die Hütten. Da könnte man argumentieren, aber sonst ist das. Pff. Oh, der ist fertig. Haben wir denn jemand über? Haben wir nicht, aber wir können doch, haben wir. Der soll nicht pflanzen, nur hacken. So, dann hoffen wir, dass das ein bisschen konsequenter abgebaut wird hier, der Chrom, ne? Da geht es rum, da. So,